Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Willkommen aus dem Adler in Holzheim. Herzlich willkommen auf ein Bier mit. Und Sie merken es, es ist eine ganz andere Sendung als noch vor einer Woche, denn plötzlich dürfen wir wieder zumindest ein bisschen Publikum haben. Letzte Woche ohne Publikum. Jetzt haben wir ein paar Leute da und ich freue mich sehr. Es ist ein neues Lebensgefühl. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und vielen Dank an Sie. Schön. Ja, Sie dürfen ruhig auch nochmal klatschen. Endlich muss ich nicht mehr dieses Pappschild hochhalten, damit Applaus kommt. Endlich kommt er einfach so, das ist schön. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei sind und ganz herzlich willkommen an die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm. Seit 4 Wochen, seit rund einem Monat im Amt, Katrin Albsteiger, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Darf man mit Bier und Wein anstoßen? Ist das, geht glaube ich schon, oder? Sie sind in dem Fall der Hausherr, aber ich würde sagen, ja. Geht schon. Prost, zum Wohl. Schön, dass Sie da sind. Das zweite Mal für Sie. Wir haben gerade schon festgestellt, bei mir ist die erste Sendung, die wir gemeinsam erlebt haben, noch mehr im Kopf als bei Ihnen. Liegt aber im Wesentlichen daran, dass ich sie mir nochmal angesehen habe. Können Sie auch in der Mediathek. Seither ist viel passiert in Ihrem Leben und Sie haben eben diesen neuen Job. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Wie fühlt sich das an, Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm zu sein? Ja, so lang bin ich es ja noch nicht. Naja, also insofern muss ich immer wieder ein bisschen in mich reinhören. Es ist schon ein bisschen unwirklich. Ich muss immer noch grinsen, wenn jemand sagt, Frau Oberbürgermeisterin, irgendwie passt das nicht zu mir. Also ich erkenne mich manchmal nicht so richtig bei dieser Anrede, aber es gehört nun mal dazu und das ist mein Job. Und das Spaß macht, fühlt sich auch ganz gut an doch. Müssen Sie sagen, dass es Spaß macht? Nee, glaube ich nicht. Also manchmal sagt man Dinge einfach nicht, wenn man nicht lügen möchte. In dem Fall würde ich aber durchaus behaupten, doch, es macht Spaß. Also ich habe mich schon ganz gut eingelebt in dem Fall und ich freue mich, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Und es ist irgendwie so, wie erwartet, irgendwie auch gar nicht. Deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend. Aber ich habe Freude dabei doch. Jetzt haben Sie so viel gesagt, wo ich nachfragen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist nicht wie erwartet? Naja, als ich mich damals entschieden habe, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren, das war in etwa im Mai, Juni 2019. Insofern einige Monate her. Und damals war von der aktuellen Corona-Situation natürlich nicht annähernd die Rede. Man konnte sich sowas nicht vorstellen. Das heißt, ich hätte natürlich zu diesem Zeitpunkt niemals erwartet, dass ich in eine Krise starte. Und das ist anders als erwartet. Auf der anderen Seite bin ich seit 6 Jahren Stadträtin gewesen. Ich kenne die Stadt, ich lebe hier, ich bin mein ganzes Leben irgendwie hier aufgewachsen. Ich kenne die Straßen, die Leute und was sonst die Stadt bewegt, auch die Nachbarstadt Ulm natürlich, das heißt die ganze Region. Und da ist ganz viel Altbekanntes dabei. Also mir läuft selten ein Thema über den Weg, wo ich sage, hui, das ist jetzt ganz neu. Und dieses Bekannte schafft auch ein bisschen Sicherheit. Das gibt einem ein gutes Gefühl und damit fühlt sich sehr vertraut an. Ist es ausschließlich ein Vorteil, die Stadt und die Region so gut zu kennen oder ist es vielleicht auch ein Nachteil? Naja, grundsätzlich sage ich immer, man muss aufpassen, dass man nicht betriebsblind wird. Mhm. Aber momentan besteht da, glaube ich, keine Gefahr, weil doch noch ganz viel neu ist. Also neu im Erleben des Ganzen. Aber die Stadt zu kennen, würde ich schon als Vorteil betrachten, weil ich muss nicht erstmal ewig recherchieren, wo welche Straße ist, wo welches Baugebiet ist. Ich weiß schon, wie die Leute ungefähr ticken und ich kenne auch den Stadtrat. Das ist definitiv ein Vorteil, weil ich weiß, an welchen Stellen man sensibel sein muss und an welchen Stellen schon ewig lange Diskussionen zum gleichen Thema geführt worden sind. Und das hilft bestimmt, um gemeinschaftlich die Bahnen richtig zu lenken. Das andere, wo ich nachfragen wollte, ist, Sie haben gesagt, manche Sachen, die sagt man dann eben einfach nicht, wenn die keinen Spaß machen. Was macht denn in den ersten 4 Wochen Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm? Was macht da keinen Spaß? Also vielleicht 2 Sachen dazu. Das Erste, was nicht so richtig viel Spaß macht, ist, dass der Kontakt zu den Menschen sehr wenig stattfindet. Das ist natürlich Corona-bedingt der Fall.
Aber das ist schon ein wesentlicher Teil, warum ich mir den Job ausgesucht habe. Es gehört natürlich zum Oberbürgermeister seine Menge dazu. Da ist ganz viel Verwaltungstätigkeit, das ist Mitarbeiterführung, das ist strategische Entwicklung einer Stadt. Da gehört dazu, dass man Akten wälzt, dass man in Sitzungen sitzt, diese vorbereitet und diese führt. Aber es gehört halt einfach auch dazu, mit den Menschen in dieser Stadt Kontakt zu haben, die Sorgen aufzunehmen, einfach sich mal mit denen zu unterhalten, Eindruck zu bekommen, wo drückt der Schuh, und dann natürlich das alles aufzunehmen. Und das ist in den letzten 4 Wochen einfach viel zu kurz gekommen. Das war nicht da. Man hat nur wichtige Termine gemacht, die wirklich drängend gewesen sind. Es fanden ganz wenige Termine draußen statt. Auch mit den Mitarbeitern hatte ich viel weniger Kontakt, als ich es mir eigentlich in den ersten Wochen vorgestellt habe. Ich habe es zwar versucht, aber schon allein die Distanz zu halten, in den Raum reinzukommen, den Abstand zu halten, mal rein zu winken oder die japanische Begrüßung. Oder mit dem Fuß. So mit dem Fuß machen auch manche, dass man sich mit dem Fuß ankickt. Ja, das geht schon, aber selbst da wird es ja mit den 1,5 Metern Abstand etwas schwierig. Also insofern versucht man auch das zu vermeiden und diesen Kontakt auch mal jemand die Hand zu geben, den zu drücken oder sich von jemand auf die Schulter klopfen zu lassen oder das bei jemandem zu tun, das gehört irgendwie für mich dazu. Und das macht ehrlicherweise keinen Spaß, diese Distanz zu halten. Aber das kennen alle, also insofern will ich da gar nicht murren und ich bin guter Dinge, dass das auch mal wieder besser wird. Ich habe 2 fiese Fragen mir überlegt. Wann wollen Sie die haben, jetzt oder später? Suchen Sie sich's aus, ich bin jetzt Oberbürgermeisterin, im Zweifel muss ich alles aushalten. Die Fragen lauten, was hat Gerold Nürnberg besser gemacht als Sie und was machen Sie besser als er? Oh ja. Also es sind ja ganz andere Fußstapfen. Ja, also ich hab ganz andere Schuhe an, ich passe da gar nicht rein. Ich habe ja nicht nur einen Vorgänger, ich habe ganz viele Vorgänger im Amt. Und jeder Oberbürgermeister hat da seine eigenen Fußspuren hinterlassen und das werde ich auch. Insofern ist es ganz schwierig, da Vergleiche zu ziehen. Was ich an ihm immer sehr geschätzt habe, ist, dass er nie einem ins Gesicht gelächelt hat und man das Gefühl hatte, dass er einen jetzt irgendwo hinterrücks oder dass er nicht ehrlich gewesen sei, sondern man wusste immer ganz genau, woran man ist. Ich glaube, dass die Leute bei mir ein bisschen schwieriger haben, das einzuschätzen, weil ich einfach, sage ich mal, so eine Art habe, dass ich versuche, jedem das Gefühl zu geben, verstanden zu werden. Und der Fall ist, ich verstehe das auch. Also ich habe da ein gewisses Gefühl dafür, für jede Position ein Verständnis zu entwickeln. Zumindest ist das mein Anspruch, das möchte ich gerne. Ich lese kurz zwischen den Zeilen, das heißt, Sie sind unehrlicher. Nein, auf keinen Fall. Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Politik, wie Sie wissen. Aber ich glaube, dass die Personen Schwierigkeiten haben, das vielleicht besser einzuschätzen. Bei ihm war Nein, Nein. Bei mir ist es, ich sage, ich prüfe das mal. Das heißt aber trotzdem, dass manchmal Nein rauskommen kann. Und das führt vielleicht auch dazu, dass ich manchmal Hoffnungen schüre, wo keine da sind. Allerdings würde ich niemals Hoffnungen schüren, wenn ich nicht die Chance sehen würde, dass da wirklich was getan werden kann. Also ich gebe eher Chancen, das bedeutet aber auch, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis auch meine Abfuhr kommt. Und das könnte möglicherweise dem einen oder anderen aufstoßen, das weiß ich. Aber ich finde es schön, Hoffnung zu geben und wenn man die ehrlich nachverfolgt und verfolgt, dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung so. Ist Ihr Vorgänger jemand, der gut loslassen konnte oder ist er jemand, der sich schon noch jetzt versucht mit einzubringen? Nee, eher Ersteres, eindeutig. Er hat ganz klar gesagt, dass er keiner derjenigen sein will, der wöchentlich auf der Matte steht, nachfragt, wie es läuft und sich vielleicht noch in das ein oder andere Thema inhaltlich einmischt, sondern für ihn bedeutet ein Schlussstrich ein Schlussstrich. Und ich habe in den vergangenen 4 Wochen, habe ich ihn 2-mal oder vielleicht 3-mal gesehen bzw. gesprochen. Er hatte Geburtstag, dazu habe ich ihn natürlich angerufen. Er war bei der Eröffnung der Verkehrsfreigabe von der Brücke an der B10 dabei. Mhm. Das ist ein extrem wichtiges Projekt in den vergangenen Jahren und sogar Jahrzehnten gewesen. Da war es ihm ein Anliegen, dabei zu sein und das fand ich auch sehr richtig, weil es ist ein Stück weit auch ein Baby von ihm. Und das habe ich nie als Einmischung verstanden, sondern eigentlich eher als nach wie vor bestehendes Interesse an den Projekten und an der Entwicklung der Stadt.
Und das dritte Mal hat er was abgeholt im Rathaus, aber er ist nicht reingekommen, er hat sich nicht auf seinen ehemaligen Schreibtischstuhl gesetzt und er hat auch nicht versucht, da irgendwie Einfluss auszuüben, allerdings mir immer das Gesprächsangebot gemacht. Also wenn ich Fragen habe, kann ich kommen. Sind Sie jemand, der dieses Gesprächsangebot annehmen würde oder sind Sie jemand, der sagt, nee, also bevor ich jetzt nochmal meinen Vorgänger anrufe, kämpfe ich mich lieber 3 Tage selbst in die falsche Richtung durch? Nee, ich würde anrufen. Ich habe ehrlicherweise nicht mal Zeit, mich 3 Tage durch irgendwas durchzukämpfen, sondern im Zweifel muss auch schnell gehen. Es liegt eine Menge Zeugs auf dem Tisch und ich schätze Erfahrungswerte. Und ich schätze es, mit Leuten, die schon länger im Thema drin sind, einfach auch mich auszutauschen und mir auch den ein oder anderen Tipp abzuholen. Doch ich halte das als ganz, ganz tolles Angebot von ihm, dass er überhaupt noch bereitsteht. Das ist ja nicht überall der Fall. Und ich vertraue ihm da auch und weiß, wie gesagt, dass er immer mit absoluter Ehrlichkeit seine Meinung vertreten wird. Und das ist eine ganz gute Richtschnur. Das heißt im Übrigen nicht, dass ich die immer befolgen muss, aber sich die mal anzuhören, ist ganz gut. Wie läuft so eine Übergabe vom einen Oberbürgermeister zur neuen Oberbürgermeisterin? Schmeißt man da den Schreibtisch und den Stuhl, schmeißt man das alles zum Fenster raus und sagt, hier wird alles neu ab sofort? Oder wie läuft sowas? Wir leben neu ist ja ein Prinzip in Neu-Ulm oder ein gutes Motto. Passt ja auch zu dieser Stadt. Insofern, so ein bisschen neu darf es schon werden, glaube ich. Das heißt, Sie sind einmal zum Möbelhaus und haben gesagt, nee. Das und das. Naja, das ist ja auch in Corona-Zeiten schwierig gewesen. Aber das wäre jetzt auch nicht, na, zu der Zeit nicht. Früh wieder offen zumindest. Ich glaube, kurz bevor ich eingezogen bin, nicht bei aber Ihnen, ich habe es jetzt auch Seite nicht. Genau. Also ich habe hab darauf verzichtet, die Landesgrenze zu passieren an der Stelle. Aber ich hatte es auch nicht vor. Die Einrichtung zu verändern, ist jetzt nicht unbedingt das große Prinzip, das ich verfolgt habe, sondern ich kann sagen, so lief es auf jeden Fall. Er hat sein Büro absolut sauber verlassen. Da waren keine Unterlagen mehr von Anno sonst was zu finden. In keiner Schublade war irgendwas drin. Es gab nicht mal einen Füller. Den gab es aber, glaube ich, nie. Zumindest hat er nicht viel mit Füller geschrieben im Gegensatz zu mir. Also das war was ich wirklich mir als allererstes angeschafft habe. Das habe ich auch als allererstes gebraucht. Noch vor dem Amtsantritt musste ich schon Dinge unterschreiben, die für später dann wirksam gewesen sind. Also ich spreche von Geburtstagswünschen zum Beispiel. Aber ansonsten wurde halt geputzt und die Vorhänge entfernt, gewaschen und nicht wieder aufgehängt, wieso weil ich es gerne hell habe. Ohne Vorhänge? Nee, keine Vorhänge. Auch wenn zu Hause nicht? Haben Sie keine Vorhänge? Doch, zu Hause schon. Und jetzt solche wie im Rathaus. Also die waren hässlich. Die waren gelb. Rauchgelb. Also da hingen, wer dafür einen Sinn hat, wird verstehen, wenn ich sage, die Vorhänge waren gelb und die Bilder an der Wand blau. Das ging nicht zusammen. Das hat nicht passt. Okay, also aber Vorhänge. Ich habe auch keine neuen Vorhänge besorgt, sondern ich habe sie halt einfach weggelassen. Es ist doch super ungemütlich ohne Vorhänge. Nein, überhaupt nicht. Es ist super hell und super weiß in diesem Büro jetzt. Und ansonsten habe ich aber alles übernommen. Ah nee, Moment, ich habe noch einen neuen Schreibtischstuhl, weil ich bin eine Woche drauf gesessen und es war völlig indiskutabel. Also ich habe da schon Rückenschmerzen gekriegt, da musste ich mich noch nicht mal draufsetzen. Deswegen habe ich jetzt einen neuen Schreibtischstuhl. Aber Sie haben noch aber nicht der Rest ist übernommen. Also Sie haben noch nicht so einen Hoch- und Runterfahr, ich kann auch im Stehen Bürgermeisterin sein. Nee, das will ich gar nicht. Aber theoretisch wäre das möglich. Also ich hab ganz tolle Angebote bekommen, aber ich habe mich dazu entschieden, alles zu übernehmen, was zu übernehmen ging. Das war auch in Ordnung. Also da gibt es überhaupt gar nichts. Der Schreibtisch, da lässt sich drauf schreiben. Und ich habe sogar die technische Ausstattung von ihm übernommen. Die war auch noch auf einem Stand, mit dem man arbeiten kann. Es war mir einfach wichtig, dass mein E-Mail-System und dass mein Kalender funktioniert, dass ich einen Füller da liegen habe und einen grünen Stift, habe ich mir sagen lassen. Das ist der OB-Stift, der schreibt grün. Wieso schreibt der grün? Dann weiß jeder, dass das der OB geschrieben hat. Im ganzen Rathaus. So? Also das ist aber was Neu-Ulm-Spezifisches. Ich hoffe, das ist nicht geheim, was ich jetzt erzähle.
Aber das ist was Neu-Ulm-Spezifisches, oder? Ja. Man lernt es nicht auf der Oberbürgermeisterschule, dass man alles in grün schreiben muss. Also ich war ja 4 Jahre im Bundestag und da habe ich gelernt, dass die Minister grün schreiben. Aha. Und als ich zur Übergabe ins Rathaus gekommen bin, also noch vor dem 1. Mai, hatte ich schon Übergabetermine mit ihm, wo wir 3 Stunden lang am Stück Aktenberge durchgeackert haben und er mir gesagt hat, also das übergibt er mir dieses und da muss ich diesen Hintergrund kennen und so weiter und so fort. Also er hat sich da ganz einwandfrei Zeit genommen für mich und mich auch in das ein oder andere Thema sehr gut eingearbeitet. Da gibt es gar nichts zu murren. Und dann habe ich gesehen, dass da immer mit grün was drauf stand. Und völlig scherzhaft, ich habe gedacht, ich mache einen Witz, habe ich gesagt, so, das ist also der Ministerstift. Und dann hat er mich anguckt und hat gesagt, na, das ist der OB-Stift. Und das habe ich übernommen, fand ich gut. In welcher Farbe schreibt der Söder, Markus? Wahrscheinlich auch in grün. Und? Aber ich weiß es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, keine Ahnung. Und die Bundeskanzlerin? Auch grün. Man weiß es nicht. Wie finden wir das raus? Sie haben doch da Kontakte. Ich kann mal anrufen. In der CSU, CDU, Union ist ja alles eins. Rufen Total. Sie mal die Angie an und dann finden wir mal raus, in welcher Farbe die schreibt. Ich werde es Ihnen schreiben, wenn ich es rausgefunden habe. Sagen Sie mir Bescheid. Sehr gut. Sie haben gesagt, es liegt sehr viel Arbeit jetzt schon auf dem Schreibtisch. Trinken Sie ruhig auch mal einen Schluck. Sollen wir eine Pause machen? Dann können Sie länger. Wir machen eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück. Nehmen Sie einen Schluck. Erstens gibt es jetzt Werbung? Ja, oder? Klar. Damit Sie mal einen ordentlichen Schluck Wein nehmen können. Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Fiebern auch Sie schon auf frisches Grün? Auf Frühjahrs- und Sommerpflanzen? Auf prachtvolle Stauden, duftende Rosen oder schmackhafte Kräuter? Zieht es Sie mit Macht ins Freie zum Säen, Pflanzen, Düngen? Dann freuen wir uns über Ihr Kommen. Beiselen Gartenmarkt. 40 Jahre Kompetenz in Grün. Wir als Familie sind hier jederzeit gut beraten. Ich habe mein E-Bike bei Fahrradböttcher gekauft. Ich finde einfach, hier stimmt die Beratung, der Service und der Preis. Wir haben hier Fachkompetenz, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Bei Fahrradböttcher Service und Beratung top. Fahrradböttcher, Ihr E-Mobilitätscenter in Bellenberg. Willkommen zurück auf ein Bier mit, einen großen Schluck Rotwein und ein Bier später. Kurze Pause gemacht. Wir waren gerade mitten in der Farbdiskussion. Wer schreibt in welcher Farbe? Und wir waren bei der Frage, Sie haben gesagt, da liegt schon so viel Arbeit jetzt auf dem Schreibtisch. Was liegt denn da, beziehungsweise wenn Sie sagen, Sie tragen andere Schuhe als Ihr Vorgänger, in welche Richtung laufen denn diese Schuhe jetzt? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Die Wahrheit ist, es liegt da gar nichts auf dem Schreibtisch momentan, weil da abends nie was auf dem Schreibtisch liegt. Sie haben gesagt, wir können zurückspulen. Sie haben gesagt, auf dem Schreibtisch liegt jetzt viel Arbeit. Das ist richtig, aber das war im übertragenen Sinne gemeint. Ach so. Das liegt jetzt wahrscheinlich im Schreibtisch im Büro nebenan. Nee, ich bin da ein bisschen schwierig, was das angeht. Ich kann da ganz schlecht schlafen, wenn da noch was auf dem Schreibtisch liegt. Gibt es also irgendwas, Mappen, wo Sie nicht schwierig sind? Bisher sagen Sie immer nur, wo Sie... Ja, ich bin eine Frau, was soll ich sagen? Ich habe nicht gelacht. Ich habe nicht gelacht. Wo ist die Arbeit jetzt? Ein paar Mappen sind im Auto. Die nehme ich mit nach Hause, um die heute Abend noch weiter durchzuarbeiten, bis die fertig bearbeitet sind. Morgen früh nehme ich sie mit ins Büro und lege sie im Vorzimmer auf den Tisch, die dann die geleistete Arbeit weiterverteilt im Haus. Und dann fange ich mit einem sauberen Schreibtisch morgens an. Das machen Sie immer so? Also bisher. Allerdings ist mir schon gesagt worden, dass ich das wahrscheinlich nicht lang durchhalten kann. Schauen wir mal. Sie haben ja auch eine Familie zu Hause. Richtig, aber die Kinder schlafen um die Uhrzeit, wo ich da noch arbeite. Wie oft sehen Sie die gerade noch? Tatsächlich gerade sogar relativ häufig. Oh. Zu meinem Leidwesen morgens, wenn sie nämlich viel zu früh aufwachen. Und ansonsten tatsächlich unter der Woche ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich versuche zum Abendessen nach Hause zu kommen und mache dann lieber da danach noch was, wenn sie dann im Bett liegen, weil dann kann ich sie ins Bett bringen. Das ist einfach ein schöner Moment und der ist mir auch wichtig. Und solange ich ihn irgendwie einrichten kann, sollte das auch drin sein. Dafür verzichte ich auf die Mittagspause und so organisiert man sich halt. Und die Corona-Situation ist im Übrigen auch relativ wochenendfrei, muss man ehrlicherweise auch sagen, weil sonst hätten ja im Mai alle möglichen Sommerfeste, Stadtfeste, Mai-Feierlichkeiten stattgefunden. Das ist ja momentan nicht der Fall. Und dementsprechend bin ich eigentlich am Wochenende, Samstag, Sonntag, recht viel mit den Kindern zusammen. 3 und 4 sind die, ne? 2 und 4. 2 und 4, okay. Mhm.
Das heißt, die wissen noch nicht, dass die Mama jetzt die neue Chefin nimmt. Doch, die Große weiß das ganz genau. Ja? Mhm. Die weiß, ich bin jetzt die first Kind in Neu-Ulm. Ich glaube, sie kennt die Bedeutung nicht. Ich sage immer, dass ich jetzt der Boss von dem ganzen Ding hier bin. Und dann sagt sie, ja, aber zu Hause ist der Papa der Boss, oder? Ja, das ist die Wahrheit. Ist das so die Aufteilung tatsächlich? Sie sind Boss in der Stadt und der Papa ist Boss zu Hause. Ja, ich fürchte bloß, dass der Papa mehr zu Hause zu sagen hat, als ich in der Stadt. Muss man sich eigentlich, weil Sie gerade gesagt haben, dafür verzichte ich als Oberbürgermeisterin auf die Mittagspause, müssen Sie sich eigentlich einstempeln und ausstempeln? Nee. Weil Sie sind ja Boss von dem ganzen Ding. Genau. Ich organisiere mich, wie ich will, aber momentan würde ich mich, glaube ich, außerhalb des erlaubten Arbeitsrechts befinden. Deswegen ist es vielleicht besser, dass ich nicht stempeln muss. Weil Sie zu viel arbeiten. Ja. Aber das ist normal. So viel zum Thema. Was ist vielleicht nicht so schön und was sagt man eigentlich eher nicht? Also es ist ja schon viel Arbeit. Also ich arbeite gern. Dementsprechend finde ich es gar nicht so schlimm. Andere finden es eigentlich schlimmer. Ich werde in letzter Zeit viel bemitleidet wegen der momentan schwierigen Situation. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass sich diese Situation mit Corona niemand gewünscht hat, arbeite ich ja trotzdem gern. Und man macht halt das, was auf dem Tisch liegt. Das heißt, wie sieht so ein Tagesablauf jetzt aus? Morgens Kinder zu früh wach? Genau. Dann gibt es üblicherweise müsste ich sie in... Sie sehen nach Haferflocken aus? Nee, Smoothie. Smoothie? Mhm. Ich sehe auch nach Smoothie aus, nehme ich an, wenn ich nach Haferflocken aussehe. Ja. Ja, das passt. Was ist da drin? Beeren. Sie sind ein Beeren-Smoothie-Typ. Total unterschiedlich. Also ich würde, glaube ich, das ist wie wenn man zu viel Nutella isst. Das kann man mal 5 Tage am Stück machen und danach hängt es einem zum Hals raus. Mein Lieblingssmoothie ist der grüne. Der grüne kann mit ja alles Spinat sein. Spinat und Gurke, Apfel, Banane. Seit wann Apfel, sagt man eigentlich zum Saft-Smoothie? Früher war es halt ein Saft. Naja, trinkst du einen Saft? Aber 100% Saft. Bei uns zu Hause Saft trinken. Und jetzt ist plötzlich ein Smoothie. Ja, den Saft habe ich nie selber, doch, den habe ich eigentlich auch mal selber gemacht. Also Sie schmeißen dann mal Salat immer. Ich schmeiße das alles rein, Mixer, dann kommt es in mein, das ist halt so ein Trinkgefäß mit Röhrchen und dann nehme ich das mit und trinke das dann morgens, während ich mich auf den Tag vorbereite. Mhm. Das heißt, ich gucke, dass ich so kurz nach 7 im Büro bin. Fahrrad zum Büro? Habe ich auch schon gemacht, aber meistens ist es dann doch das Auto momentan. Hat man als Oberbürgermeisterin, hat man da so ein dickes Schiff und einen Fahrer? Ja. Ja, man hat. Wirklich? Also dickes Schiff würde ich jetzt nicht behaupten. Momentan habe ich irgend so einen Leihwagen, weil der andere ins Werk zurückgerufen wurde und ich habe ihn halt vom Vorgänger übernommen. Ich fahre ein Hybrid, das ist wichtig. Fährt sich auch super das im E-Modus. Sie nicht rechtfertigen, Sie sind ja nicht bei den Grünen. Ich rechtfertige mich nicht, ich finde es gut. Mein letzter Dienstwagen war ein Elektroauto und es war auch schön. Es fährt Sie sich wirklich auch schon super. Einen Dienstwagen? Ja, ich war im Außendienst tätig. Ach so. Okay, und Sie haben einen Fahrer jetzt? Ja, ich habe jemanden, der in der Poststelle arbeitet und der theoretisch auch fahren kann. Und der hat mich auch praktisch schon gefahren und es zahlt sich durchaus aus, weil erstens kann ich mich dann noch auf den Termin vorbereiten im Auto und zweitens habe ich auch schon bei schüttendem Regen Parkplatz gesucht irgendwo und kam dann wie ein begossener Pudel an. Das will man Das nicht. Geht anderen Menschen natürlich auch so, aber ich bin trotzdem dankbar, dass er mich ab und zu mal fährt. Also es ist kein extra angestellter Fahrer, aber ich kann ihn anrufen und fragen, ob er Zeit hat und dann setzt er sich in mein Auto rein und fährt mich. Sehr gut. Dann geht's also ins Büro, 7 Uhr Arbeitsbeginn. Ja, 10 nach 7. Kaffee oder Tee? Tee. Ja. Grün. Nein, morgens schwarz. Mittagsgrün. Nee, Grüntee mag ich tatsächlich nicht. Eher so Kräuter und Früchte. Okay. Ja. Und dann, wie kann ich mir so einen Tag vorstellen? Also wie geht es also, dann üblicherweise habe ich nicht vor 8.30 Uhr Termine. Das heißt, so zwischen 7 und 8.30 Uhr, das ist die typische Zeit, wo ich mich auf das vorbereite, was der Tag so bringt. Also nochmal mir kurz die Sitzungsunterlagen anschaue. Vielleicht habe ich die ein oder andere Besprechung. Ich gehe gern vorbereitet in Besprechungen rein. Habe auch noch das ein oder andere Telefonat. Jeder, der fragt, wann er mich mal erreichen kann, sage ich zwischen 7 und 8.30 Uhr versuchen. Da ist die Chance am höchsten, dass ich zu erwischen bin.
Und ab 8.30 Uhr gehen die Termine los und da ist wirklich alles dabei. Also von Besprechungen mit den stellvertretenden Bürgermeistern, über Besprechungen mit den Dezernatsleitern, über Personalratsgeschichten, über büroorganisatorisches mit meinem Team, das direkt um mich rum ist. Es finden Pressegespräche statt, es finden Vorbereitungen auf die Ausschüsse statt. Ich habe auch natürlich die ein oder andere Arbeitszeit mal am Schreibtisch, weil ich E-Mails beantworten muss oder Mappen bearbeiten muss. Ich kann ja nicht alles abends mit nach Hause nehmen, das wäre ein bisschen arg viel. Und Sitzungen, Bauausschusssitzung hatten wir bereits und eine Stadtratssitzung, die konstituierende natürlich, Bildungsausschusssitzung und die dauern dann schon mal so 3 Stunden. Wohin schleichen Sie im Rathaus oder in Neu-Ulm, wenn es Ihnen mal kurz zu viel ist und Sie mal kurz sagen sollen, jetzt? Ich schleiche eigentlich gar nirgends hin, aber mittwochs versuche ich in der Mittagspause laufen zu gehen. Welche Mittagspause? Die ich mittwochs manchmal mache und die hat einmal geklappt bisher. Aber ich habe das Prinzip, es nach wie vor zu versuchen. Sie steht so lange im Kalender drin, bis irgendein irre wichtiger Termin kommt und dann kicken wir die Mittagspause mittwochs. Das ist so ein Überbleibsel von früheren Zeiten. Mein Laufteam bei meinem früheren Arbeitgeber ist mittwochs in der Mittagspause immer gelaufen. Aha. Und mit denen laufen Sie immer noch oder laufen Sie jetzt alleine? Nee, ja, momentan darf man ja nicht. Ah ja, stimmt. Pardon. Aber wir haben schon den Plan, weiter miteinander mal ab und zu laufen zu gehen. Das wird jetzt aber viel interessanter, weil, also ich bin Läuferin und es ist tatsächlich so, dass wir demnächst den virtuellen Firmenlauf haben. Vielleicht haben Sie davon gehört. Und bisher bin ich für das Team von der SWU gelaufen und dieses Mal gibt es ein Team Stadt Neu-Ulm. Selbstverständlich. Es wird der bessere Gewinn. Selbstverständlich. Ich habe die Frage nicht vergessen. Ich würde sie nochmal aufgreifen wollen, auch wenn wir nicht mehr viel Zeit haben. Aber wohin führen Sie und wohin führt auch die Stadt Neu-Ulm Ihre Spuren? Also jetzt mal unabhängig von der momentanen Zeit, die uns extrem einschränkt, was die kommenden Monate angeht. Wir müssen einen Nachtragshaushalt machen, wir haben sinkende Gewerbesteuereinnahmen, wir müssen rechnen mit sinkenden Einkommensteuereinnahmen. Insgesamt ist es einfach gerade nicht die beste Zeit, um große Investitionen zu tätigen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dementsprechend sind natürlich viele Ziele, die man sich vorgenommen hat, die immer Geld kosten. Es geht im Zweifel immer um den Kampf. Um das Geld, um den Euro, wo man ihn eben investieren kann. Und wenn keiner da ist, dann bleibt halt nicht viel möglich, außer kreativ zu sein und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die möglichst wenig Geld kosten. Aber wenn man es mal von dem ganz unabhängig sieht, dann gibt es natürlich einige Bereiche, die mir persönlich sehr am Herzen liegen und wo ich glaube, dass Neu-Ulm auch noch ein Stück weit besser werden kann. Das eine ist der Bereich, der hat ganz viel mit Digitalisierung zu tun, aber auch mit Bürgerservices. Wir haben ein Bürgerbüro, was wunderbar ausgestattet ist, wo aber, glaube ich, noch ein ganz schönes Stück mehr auf der digitalen Spur laufen kann und auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis noch ein Stück weit besser werden kann. Das ist so der eine Teil. Der zweite Teil ist, und das liegt irgendwie auf der Hand bei mir, Familie, Bildung. Das ist mir wichtig. Kinderbetreuung ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir wachsen ja in Neu-Ulm und wir werden auch jünger. Und deswegen brauchen wir immer mehr Kinderbetreuungsplätze, aber auch natürlich Schulen. Wir bauen in Burlafingen eine neue Schule. Da sind wir gerade mit Hochdruck dran und eine ganze Reihe von neuen Kitas. Da werden wir in der nächsten Zeit massiv investieren. Ja, wiederum hängt es mit dieser Situation aktuell zusammen, aber Wirtschaft und Arbeit spielt eine extrem wichtige Rolle. Der Handel in der Innenstadt, die Gastronomie, die ist momentan massivst gebeutelt. Da werden wir anpacken und haben auch schon, um die Betriebe zu unterstützen, einige Maßnahmen ergriffen, um eben ihnen unter die Arme zu greifen. Aber auch solche Dinge wie Glasfaserausbau hängen natürlich damit zusammen. Da wollen wir auch noch eine Schippe drauflegen. Klimaschutz ist noch ein ganz wichtiger Faktor, der geht in diesen Zeiten etwas unter. Mhm. Ich möchte mich aber darum kümmern, dass es nicht vergessen wird und dass wir da uns auf den Weg machen, Neu-Ulm noch ein bisschen sauberer zu machen und ein bisschen grüner. Wann wollen wir eine erste Bilanz ziehen? In einem Üblicherweise Jahr? Nach 100 Tagen ja, muss man das erste ja Mal was präsentieren. Corona. Ich würde sagen, in einem Jahr treffen wir uns wieder. Ist okay, können wir gerne machen. Okay, für heute sind wir nämlich tatsächlich durch. Eine Sache muss ich noch sagen. Wir hatten eine Wette abgeschlossen in der letzten Sendung 2017. Ich hätte sie mir doch nochmal anschauen sollen. Sie haben die Wette gewonnen. Tatsächlich, um was ging es denn? Ich weiß und nicht, was kriege ich? Also ich kann auch sagen, was die Wette war. Die Wette war, ich hatte gesagt, dass Donald Trump kein Jahr im Amt bleibt.
Und Sie haben gesagt, er hält das locker durch bis zum Ende seiner Amtszeit. Also es ist noch nicht ganz klar. Der war im Übrigen bei mir nicht Wunsch der Vater des Gedankens, sondern eher eine üble Befürchtung. Ja, es ist ja noch nicht ganz klar, ob Sie die Wette gewonnen haben. Deswegen auch das können wir erst in einem Jahr. Aber Sie sind auf dem richtigen Weg und ich bin auf jeden Fall raus. Haben Sie sich jetzt schön rausgeredet. Das wollte ich noch sagen. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen. Und ich würde Vorhänge aufhängen. Auf keinen Fall. Katrin Alpsteiger, vielen Dank für den Besuch. Danke an Sie, vielen Dank. Kommende Woche sehen wir uns wieder auf deinem Bier. Und ich brauche noch eine Unterschrift. Gottes Willen, zum Wohl. Schönen Abend. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.